Hallo, liebe Seele, herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel heute am Mittwoch, den 14. Februar, am Aschermittwoch, am Valentinstag. Ich drücke euch. Ich beginne wieder heute mit diesem Orakel hier. Gibt deinem Leben eine Richtung. Alle Karten, die ich verwende, habe ich wie immer unter dem Video in der Infobox für euch aufgeschrieben. So, was darf ich meinen Zuschauerinnen und Zuschauern weitergeben? Was darf ich heute beleuchten? Oh, ist das schön. Das freut mich. Also ich weiß ja, nicht alle mögen Valentinstag, ne? Aber ich freue mich so für euch. Also für alle, die das jetzt betrifft. Oh Gott. Oh, ist das schön. Oh, ich bin gerade völlig hin und weg. Also, einige unter euch sagen heute ja zueinander. Oh. Also selbst alle, die das nicht betrifft, hier in der Liebe. Also, wir können uns alle jetzt mal eine Runde freuen für die, die es betrifft. Also, ich finde das Wahnsinn. Gerade heute. Oh. Okay, für alle, die lange Geduld haben mussten, schaut mal. Oh, das ist schön. Oh, ich bin hin und weg. Ja. Ich freue mich für euch. Ach, es ist schön. Ich möchte gerne noch eine Karte, liebe geistige Welt. Schaut mal, das ist Wahnsinn. Für alle die Geduld, hier lache einfach ich. Also wenn ihr mich sehen könnt, ihr habt ein fettes Grinsen im Gesicht, weil ich das so schön finde. Oh. Ja, für, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir zusammen sein? Oder wollen wir zusammenziehen? Oder willst du mich heiraten? Na? Oder möchtest du mit mir Kinder haben? All solche tollen Sachen. Wow. Und dann haben wir hier noch Teile deine Gaben für heute. Miteinander teilen. Was darf ich beleuchten? Was ist heute wichtig? Was darf ich beleuchten für meine Zuschauerinnen und Zuschauer? Ich krieg mich nicht mehr. Heute kommen gute Nachrichten an mich zu. Ich kann nicht mehr. Und ich freue mich so. Die Energie ist so richtig. Ich grinse bis über beide Ohren. 8 Stäbe. Das sind positive Nachrichten. Das sind gute Neuigkeiten, das ist Amors Pfeil, unter anderem, für alle, die dies hier heute mit der Liebe haben, ne? Aber 8 Stäbe im Allgemeinen sind hier äußerst erfreuliche Nachrichten. Aufregung kommt mir hier auch durch. Aufregung, positiv, im positiven Sinne. Welt. Das ist wie, du hast lange Geduld gehabt, lange gewartet, bis du endlich da ankommst, wo du hin willst, bis man hier einen Zyklus endlich vollenden kann, etwas abschließen kann und ein neuer beginnen darf. Ja, ist eine Bekräftigung, eine Zusage. Ja, ich liebe dich. Ja, ich will. Das ist Vollkommenheit. Das ist kurz vor einem Ende, kurz vor einem Abschluss. Das ist eben diese Geduldsenergie hier. Ich krieg mich nicht mehr.
Ich habe heiße Ohren. Ich würde so gerne wissen, was bei euch abgeht. Die Lebenden. Noch gar nicht viel reden. Die Lebenden, das sind Zusammenschlüsse, das ist Ja zueinander, das ist. Das sind Menschen, die sich lieben. Ne? Das sind Menschen, die sich lieben. Die eine tiefe Verbundenheit zueinander verspüren. Das ist wahre Liebe. Wow. Das ist wahre Liebe. Das sind Seelenpartnerschaften hier. Göttlich geführte Verbindungen. Göttlich orchestriert. Die hohe Priesterin zeigt deine Seele an. Sie zeigt seine oder ihre Seele an. Magie. Deswegen bin ich so still, weil die hohe Priesterin ist eine stille Energie. Es kann auch sein, dass du diesen Menschen, um den es hier geht, also es ist ein starkes Liebesorakel, ne? Also für alle, die jetzt halt hier mit der Liebe nichts am Hut haben, dann ist es vielleicht heute nicht euer Orakel, aber es soll jetzt für die Liebenden sein, ja? Das ist anscheinend jetzt ganz wichtig, dass das hervorgehoben wird. Hohe Priesterin, dass man eine telepathische Verbindung miteinander hat zum Beispiel. Oder dass du Ahnungen hast, dass du Zeichen bekommst von der geistigen Welt, dass du Dinge spürst in Bezug auf diese Verbindung, dass du vielleicht auch träumst von diesem Menschen, von dieser Verbindung, dass ihr euch im Traum trifft, dass die Seelen, die tanzen in den Träumen. Ja, wenn es wirklich eine Seelenverbindung ist, dann treffen sich die Seelen in den Träumen, in der anderen Welt. Dazu gehören die Träume. Das ist wie, du hast dieses Jahr die ganze Zeit schon gespürt, ohnehin. Und das ist tatsächlich so. Die hohe Priesterin ist auch jemand, der Geduld hat, jemand, der die Situation annimmt, wie sie ist, jemand, der ins Vertrauen geht, in die geistige Welt, ins Universum, in diese Verbindung, weil die Farben hier sind auch sehr ähnlich, ne? Hier auch. Oh, wow, wow, wow. Skorpionenergie, der Tod und die Wiedergeburt und die Gerechtigkeit. Das ist der Übergang zwischen zwei Welten, ne, wie ich gerade eben zum Beispiel oder dieses Beispiel schon gebracht habe mit den Träumen, die andere Welt, die Anderswelt, die anderen Sphären sozusagen, bezeichne es, wie du möchtest. Es sind sowieso nur Bezeichnungen für irgendetwas. Das ist der Übergang zwischen der einen Welt in die andere Welt. Das ist Magie. Das ist Vertrauen, dass es jenseits unseres logischen Verständnisses noch etwas gibt. Dafür braucht es sehr viel Vertrauen. Das ist die Energie, die ich hier rausbekomme. Justice, diese Energie, das ist für mich ein Zusammenschluss, ein Ja zueinander. Es ist etwas offiziell, es ist etwas sicher, das ist die Wahrheit, jeder spricht die Wahrheit. Es ist authentisch, das ist Aufrichtigkeit. Hier übernimmt man Verantwortung in einer Situation, hier ist man zielstrebig. Das sind Beziehungen, die auf Augenhöhe sind. Das sind Anträge, Verträge,
Heiratsanträge, Mietverträge, Kaufverträge, Zusammenschlüsse, das ist ernst hier. Leute, die Energie ist groß. Du kannst hier definitiv mit Zusagen rechnen. Du kannst hier mit einem Ja rechnen. Oder mit eben einer Frage, willst du? Und du sagst dann Ja. Beide sagen Ja zueinander. Zwei Parteien sagen Ja zueinander, wo man lange Geduld haben muss. Musste. Für alle, die Geduld hatten. So, was haben wir hier? Es gibt eine Lösung für jedes Problem noch für heute. Es gibt eine immer bereite Kraft, die mir hilft, mich jeder Herausforderung und Krise in meinem Leben zu stellen und sie zu überwinden. Was haben wir noch? Und ich lasse mein gesamtes Sein lichterfüllt schwingen. Ich weiß, die universelle Kraft ist überall. Ne, das ist mit diesem Vertrauen gemeint. In jedem Menschen, an jedem Ort und in jedem Ding. Was ich wahrnehme, ist, die Herausforderungen gehen hier weg. Liebe Seele, wow, das kann ich dir weitergeben für heute. Ich freue mich unfassbar für dich. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Mach's gut. Bye, bye.